Willkommen zurück zur Tour de Gino avec Andreas. Wir sind auf unserer selbstgemachten 4-Etappen-Tour. Sind es überhaupt 4 Etappen? Ja. Es sind 4 Etappen, ja. Mal kurze, mal lange, mal bergige, mal flache. Heute der zweite Teil. Ich würde schon wieder sagen, wie meine Witze. Heute der zweite Teil und wir gucken noch mal ganz kurz auf die Ergebnisse der ersten Etappe, die sehr spannend war. Der Omen hat gewonnen, knapp. Knapp mit der fasten Doppelpunktzahl. Das ist schon die Bergwertung. Hat er überhaupt gewonnen? Nee, das ist die Bergwertung. Komme ich hier zurück? L2. Ah ja, genau. Ein Geniestreich ist ihm da gelungen. Omen an zweiter Stelle, dann Perrault. Und dann kommst du, ja? Zacharin. Thilo mit Thilo Zacharin knapp in einer relativ großen Gruppe ins Ziel gekommen. Und wo warst du denn, Gino, eigentlich? Ich bin schon ziemlich weit hinten. Bist du hier erste Etappe? Nee. Warst du denn? Zweite warst du aber. Zweite Tafel warst du. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich hieß. Ich bin schon ziemlich weit hinten. Rodriguez oder so? Gautier? Nee. Na gut, wir werden es nicht mehr rausfinden können, aber... Wie viel sind in einem 10? Ja. Und hinter mir waren 120 ungefähr. Okay, dann bist du hier so irgendwie in den 50ern. Ich bin in 8. 60ern. Ja, 8 dann irgendwie. Da Christoph wahrscheinlich. Ja, irgendwie so. Irgendwie so. Okay, wir sind beide nicht so richtig. Ist doch okay. Ist doch okay. So, jetzt also zur zweiten Etappe. Ja, und jetzt ist ganz spannend. Da sieht man, wie sich die Energie regeneriert. Naja, wir haben nicht zu viel verloren, ne? Du bist nicht Rodriguez. Wer bist du denn? Doch, Christoph musst du doch sein. Ich bin, kein Timos. Nicht Rodriguez. Ich müsste Christoph sein eigentlich, ja. 76, das ist meine Wertung, ja. Und du bist eher so, ja, plus 33,3. Kommt wieder zurück, ja. Drückst du mal auf weiter? Ja. So, zweite Etappe. So, ja, man sieht, sehr flach. Genauso lang wie die bergige, wird natürlich um einiges schneller gehen. Mhm. Ja, Saint-Étienne ist leider nicht da heute. Aber 2 kleinere Hügel der dritten Kategorie, einer der vierten Sprintankunft. Schauen wir mal. Ist auch, man muss taktisch fahren. Wir haben noch ein Zeitfahren und natürlich. Dann eine Bergetappe, dass wir nicht zu sehr uns verausgaben. Vor allen Dingen ist ja eine Aufladestation da in der Mitte, ne? Ach, das ist das Symbol. Blaue, ne? Oder? Ja, okay, komm. Let's go. Alles klar. Jetzt ist heute ist nicht so sonnig, deswegen bei mir ohne Brille. Ach, ich habe die aber trotzdem mit dabei. Man hätte jetzt natürlich auch nochmal den Fahrer wechseln können, ne? Stimmt. Hätte jetzt natürlich auch auf den Sprinter gehen können. Ja, oder auf dem Flach... Oder auf dem bin Fach. Ich denn? Ich bin, glaube ich, nee. So, Christoph. Favoriten. Bist du? Nee, bin ja, ich Christoph? Das ist unser Sprinter. Ich glaube, okay, ist doch gut. Nee, ist doch gut, wenn wir nicht Favoriten sind, finde ich. Ich mag diesen Erfolgsdruck nicht. Ah, jetzt können wir wählen. Also, wir müssen natürlich Christoph und Posef eigentlich nehmen, ne? Oh. Nee? Oder nee, du sonst nimm deinen. Oder soll ich Zacharin nehmen? Ich nehme Rodriguez. Ich nehme Rodriguez, komm. Okay, oder wollen wir bei unseren Leuten bleiben? Nee. Nee, wir sind ein Team. Wir sind nicht Leute, wir sind ein Team. Dieses scheiße Rocket Beans-Sprech hier. So. Yeah, Leute, ja, kein Individuum mehr. Christoph Posef. Oder du nimmst einer der ersten 20 Fahrer. Das finde ich schon okay. Posef. Ich trinke noch mal einen Schluck. Ja, als Christoph muss ich die Etappe gewinnen. Aber ich liebe ja diese Sprintankünfte. Also ich werde es mal versuchen mit dem Sprinter. Liebst du, ja? Liebst du? Ich liebe das ja echt, ne? So richtig schön flach bleibt. Wie meine Witze. Ich weiß nicht, ob ich den Gag schon mal gemacht habe heute. Wahrscheinlich noch nie. Mal auf X, mein Freund. Entschuldigung. Wie regelmäßig beim Paris-Nizza ist die Fahrer mit den Monts du Beaujolais zu tun, bevor sie auf die flacheren, aber langen Bist Anstiege du soweit? Gelangen. Mhm. Die sie zum Ziel in Saint-Étienne. Doch einen Fehler gemacht, merke ich gerade. Der Schlussabschnitt Gar kein Problem. Josef. Ich bin jetzt vorne mit dabei. Ich lasse mir jetzt auch gar nichts mehr sagen. Weißt du, ich hätte natürlich. Naja, gut. Scheiß da drauf. Ja? Ich hätte natürlich auch den anderen nehmen können und mir die Bergwertung holen. Ach, können wir bitte anfangen zu treten? Ach ja, stimmt. Boah, ist aber ganz schön schwer noch eingeschätzt. So. Jetzt geht's los, da ist schon der erste Angriff. Da ist der erste Angriff. Was? Jetzt ist aber recht früh die Ausreißer schon. Nach vorne geschnellt. Da ist ja einiges los. Da muss selbst der Teamfunk lachen, wenn Gino kommentiert. Geil, finde ich gut. Ja, bist du eigentlich der nächste Kommentator von Beans on Ice? On Ice, ja. So. Den Etappensieg abgesehen haben, aber oh, jetzt geht's. Ah, Mann! Ihnen das Leben schwer nimmt das nochmal statt? Ist das schon confirmed? Nein.
Aber wenn das läuft, war vielleicht schon wie so ein Eis. Okay, also. Aber achte trotzdem darauf, nicht leichtsinnig Zeit zu verlieren. Nicht leichtsinnig, ja, okay, dann bleiben wir vorne. Komm. Ja. Gibt's auch keinen Bock. Und wenn ich eine Karambolage mache, dann ist das so. Die Ausreißergruppe führt mit 30 Sekunden. Ja, jetzt schon. Halbe Minute sind die schon weg. Ja, Freunde, ich komme auch nicht voran. Bist du vorne? Ich kann auch nicht überholen hier bei den ganzen Losern. Schon wieder viel zu viel Energie, die ich hier verbrauche. Bisschen mehr treten diese Etappe, treten ne? Wir jetzt. Ja, ja. Ich bin hier wirklich schon ertreten. Entschuldigung. Ja, hoffentlich. So, ey, ganz ehrlich, wir haben mal Zeit hier. Mir ist auch sehr warm. Mir ist sehr warm. Nee, mal gucken, was haben wir denn heute für Riegel? Oh ja, oh ja. Da steht schon Sekret. Ich hab schon Hunger, ne? Ich hab Hunger. Meinst du, wir kriegen noch außer die Riegel was zu essen? Ich glaube nicht. Proteinriegel. Nee? Oh, ist, weißt du, was das für... Man weiß doch gar nicht, was widerlich das für eine, ist das. Für eine Dings ist, für eine Sorte. Widerlich. Weißt widerliche du? Sorte. Gibt's auch überhaupt noch Gras da? Warte, richtet der sich gerade sein Trikot? Der Typ, der neben mir. Wie soll ich die Scheiße denn jetzt hier aufkriegen? Schon wieder sehr weit hinten so. Ja gut, vierte Kategorie, das sollten wir noch locker mitfahren können. Einen kleinen ich hoffe, die anderen können wir auch noch mitfahren. Ja, wen hast du jetzt genommen? Was hast du denn für einen Bergfahrer? Ich habe einen Semi. Also, ja, einen Semi. Also mittlerer. Allrounder. Ah. So ein Super Mario-Typ. Boah. Was? Das ist eigentlich ein Quatsch, einen Sprinter zu nehmen, weil es geht eigentlich nur bergab. Also der Vorsprung der Führungsgruppe ist stabil. Wieso ist denn diese eine Bergwertung? Na gut, es ist zwar ein Berg, aber keine Bergwertung, ne? Der letzte Anstieg vorm Ziel. Ja, stimmt. Auch witzig. So. Ja. Wie komme ich denn jetzt hier an den scheiß Riegel ran? Das ist doch schon wieder, ich glaube, soll ich dir. Oder soll ich dir einen Riegel aufmachen? Ich habe mich nach vorne gearbeitet, also bitte jetzt nicht loslassen, ja? Ich hab. Was ist das für ein Geschmack? Ich weiß es nicht, ich hoffe, ein guter. Oh, das sind zwei. Kriege ich einen? Ja. Wie fühlt sich ein Schokoriegel im Mund an? Wie Eiweiß? Erinnert mich irgendwie an mein erstes Treffen mit Dani Aminati. Weiß auch nicht warum. Okay. Hast du ihn schon mal getroffen? Nee. Ich würde ihn gerne mal treffen. Ich glaube auch. Ich glaube, das ist echt ein cooler Dude. Ich glaube auch. Ne? Der sieht auch gut aus. Ich glaube auch. Ne? Glaube ich echt. Nee, also wirkt halt wie ein cooler Dude. Aber. Würde ich auch gerne mal treffen. Von den Ausreißern ist er. Vielleicht sollen wir ihn mal einladen. Daniel, falls du Tour de France-Fan bist. Wird er bestimmt gucken. Deswegen sei. Wir haben 4000 Zuschauer, da muss noch ein Promi dabei sein. Willst du das nicht aufessen? Ich esse es gleich auf. Ich esse es uns auf. Nein. Du bist weinig. Da, wo Sprinter sich so aufhalten am Berg. Hinten. Das ist doch gar kein Berg. Das ist ein kleiner Hügel. Das vierte, ich bin schon am letzten Loch hier. Guck mal, wie viel Energie ich schon verbraucht habe. Null. Und du auch, guck mal. Ach, das ist ein bisschen. Ach so, das ist von, aber wahrscheinlich von der Voretappe schon, ne? Oder? Nee. Nee? Nee. Es fing wieder bei null an. Für den Anstieg auf den Mont Bouilly gibt es einen Punkt in der Berg. Also ich meine schon, ich meine, wir hatten komplett noch. Ja, die stimmt. Die ersten Fahrer sind 2 Kilometer vom Anstieg entfernt. Du hast doch gar nicht so viel Energie, also. Ja, jetzt habe ich es gerade aufgeführt. Oh, ey. Scheiße, erzähl doch mal jetzt. Ey! Was überholen die? Was kochst du denn so gerne? Ein guter Rouleur, der jedoch über keine kannst du das mit erzählen? Verfügt, dreh langsam du. Ja. Magst du diese Böhmischen Knödel? Man arscht du doch so weh. Ja. Tut okay. Wirklich. Ist nicht FIFA Pro Clubs hier, ja? Ja? Lange Etappe 100.
23 Kilometer noch. Naja, es ist nicht lang. Kriegen wir nochmal, naja, gut. Es ist nicht viel. Oh, diese Riegel sind aber, sorry. Vorschläge, Christoph, ich krieg einen Vorschlag. Was will er denn? Ich finde den Vorschlag Hammer übrigens. Ja? Tempo des Pelotons vorgeben, na, müssen wir nicht. Seine beste Chance liegt darin, einen frühen Ausreißversuch zu wagen. Meine beste Chance? Oder deine beste Chance? Oder deine. Scheiße. Ich reiß aus. So. Du reißt aus? Tschüss, ihr Lusche. Do it. Komm mit mir, staying. Aufgepasst, er ist. Ich bin wohl automatisch mit dran. Ja, das ist überhaupt nicht. Viereck bin ich mit dran. Okay. Ey, können wir das nicht probieren? Ey, scheiß doch drauf. Ey, komm, scheiß drauf. Ich habe gerade keinen Bock mehr, hier immer ein zahmes Lämmchen zu spielen. Ein zahmes Lämmchen? Sagt man das so? Ich weiß nicht. Ist das ein indisches Sprichwort? Ja. Fühlt er sich auf kurzen Anstieg. Bergen oder bei Sprints ist er nicht wirklich zu gut. Ein Sprinter, ist er nicht zu schlagen? Sagt er? Ja. Oder was? Kann sein. Okay. Sagt er. Man weiß immer nicht, auf wen sich das bezieht. Ja, ein von uns beiden. Achso, guck mal, da steht's ja links. Vielleicht hilft das. Okay. Verringert sich, aber ist doch. Ist jetzt einer weg? Ach, guck mal hier. Fünfergruppe, Sechser, sieben Leute vor uns. Mhm. Oh, das geht ja, ne? Ja. Der Gelb. Der war das jetzt der Omen? Nee, der Omen war gar nicht der Gelbe. Ne? Guck mal hier, das gelbe Trikot. Grüne Trikot ist auch noch vorne dabei. Ich. Komm. Ach gut, grüne Trikot ist natürlich Omen, weil eben rein vorhin letzte Woche, meine ich, letzten Monat, als die letzte Folge lief, war das ja eine reine Bergetappe. Ja, deswegen hat er, ne? Deswegen hat er natürlich das grüne Trikot. Ja. Lutsch hinten mein Gelb, ja? Bitte. Aber wenn es in einer großen Konvention geht, ist gleich. Okay, willst du sonst einfach laufen lassen? Ja, oder ich gehe in den Busch. In den Busch? Okay. Soll ich? Du musst auch stehen bleiben, ne? Nee, du fährst für mich weiter, bitte. Ist jetzt echt auf Toilette? Ja, gut. Soll ich nicht? Ja, klar, versuch, Alter. Ja? Ja. Aber schaffst du Quadrat gut zu halten? Kannst du auch vorher aus. Vorher ausreißen, bitte? Soll ich? Nee. Kannst du Quadrat? Ich geh jetzt, ja? Geh ich in den Busch. Okay. Kannst du bitte Quadrat? Jetzt ist jede wieder alle vor mir. Jetzt hast du einen Controller und alle überholen mich! Ja, weil du dich. Du wolltest gerade auf Toilette gehen und hängst dich an Van Popo dran, oder was? Jetzt bitte sorg dafür, dass ich nach vorne gehe. Ja, ich kann ja. Ich gehe jetzt auf Toilette. Ja, ich kann nichts dafür jetzt. Kannst du jetzt nicht mitten im Let's Play? Kannst du nicht mitten im Let's Play auf Toilette gehen? Idiot. Unter den Führenden ist er der schnellste Sprinter. Hey, da bin ich wieder. Hey, na. Und? Ja, nicht viel passiert, ne? Nein? Nee. Bin ich vorne? Nicht ganz, Leute. Okay, ja. Ich guck. Ah ja, ich bin ja fast vorne. Mhm, ja, ich fange mal wieder an zu treten. Ja. Und wo bist du? Warte mal, wieso bist du eigentlich so weit vorne? Was ist denn gerade passiert eigentlich? Nein, ich bin halt. Nee? Am gelben Trikot, ne? Die haben ja immer Tempo, deswegen ist ja nicht so weit zurückfallen. Ja. Okay, dann. Ich will jetzt auch gleich mal angreifen, wenn es okay ist. Mhm. Ja, ich komme mal noch kurz nach vorne dann. Ja, machen Ruhe, ne? Wo ich eben war. Den ersten beiden ankommenden einen Punkt ein. Auf der Abfahrt müssen die Fahrer höllisch aufpassen, denn sie ist ziemlich schwierig.
Sie müssen jeden Fehler vermeiden, bevor Sie danach schließlich zur Zwischensprintwertung kommen. Okay, ich versuche mal nach vorne zu kommen. Abfahrt jetzt, ne? Ja, ich versuche nach vorne zu kommen. Ich habe nichts an meinem Statement geändert. Witzig, wie man auch durch die Fahrer durchfahren kann. Ja. Witzig, ne? Sie finden es sehr witzig. Sowas bringt dich zum Kannst Lachen, du bitte ne? treten? Ich kann auch langsam nicht mehr treten. Wo bist du eigentlich? So weit vorne? Ich bin vorne halt, ne? Ich habe nur Fake gedrückt. Ja, okay. Ich kann auch nicht ausweichen. Dumm. Vielleicht hier. Der Abstand vergrößert sich. Das ist aber kein Problem, denn unter den Ausreißern ist niemand dabei, der uns gefährlich werden könnte. Spitze und stinkel ganz schön. Ja? Du siehst dafür aber auch sehr gut aus. Muss man so. Sorry, muss man so sagen. So Hashtag treten und lutschen. Oder Mann. Treten und treten oder lutschen, hab ich gesagt. Falls ihr irgendwie einen Monat später reinschreiben wollt, dass ihr scheiße fand. 100 Kilometer noch. Es ging echt schnell. Das ist schnell. Das ist schnell, Andreas. Ausschlag habe ich aber nicht so wirklich Lust. Ist so. So, 99 Kilometer noch. Ich bin vorne beim Game. Oh, jetzt hast du dich wieder nach vorne gekämpft. Musst du nochmal auf Toilette gerade? Nee. Gerade nicht. Okay. Jetzt bin ich aber links. Also, ich bin bei dir auf 7 Uhr. Oder? Nee, 7 ist. Ja. Also, so jetzt. Cool. Ja, ich bin hier. Das ist 7 Uhr. Nee, das ist 9 Uhr. Ja. Ja, das ist. Ja. Das verstehen auch. Ja, was. Ich hab. So. Schon mal noch einen Riegel. Ja? Ey! Ja. Oh, jetzt geht's aber runter, ne? Uiuiui. Kurze Abfahrt. Aha. Runter zur ersten Sprintwertung, 97 Kilometer. Ey, ganz ehrlich. Fuck. Das ist die zweite von 4 Etappen. Wir haben gleich noch ein kurzes Zeitfahren. Und dann noch eine Höllenbergetappe mit Bergankunft. Also ach, Hölle. Das ist Kategorie 3. Das machen wir im Schlaf. Okay. Ja, dass einer für die Motivation zuständig sein. Ja, du weißt echt, wie man die Zuschauer bindet, ne? Mein Gott, der hat schon einen Grund, warum ich dich nicht alleine Moin Moin machen lasse. Hast du deine Kündigung schon bekommen, oder? Die liegt da bei mir auf dem Tisch. Was? Die Ausreißer können den Vorsprung ja, nicht wirklich. Oh, mehr Reaktion. Was? Ja, ist so. Ey, ich wollte nicht... Ich wollte nicht auf diesem Weg sagen, aber... Sorry, das... Oben... Sorry Leute, falls es für euch auch überraschend kam, aber... Ja, ich hab's bekommen. Ich bin ja so mit den Chefs. Die sagen dann auch, hey Gino, du bist der Beste, der sich mit Andreas versteht. Du bist der Einzige, der sich mit Andreas versteht hier in dieser Firma. Sag, bring du es ihm doch so schon wie möglich bei. Denn er hat keine Zukunft hier. Keine unmittelbare Zukunft. Also er hat, weißt du, bis zum 15.11. hat er, glaube ich, seinen Vertrag. Er hat nicht mal den Monat hier geschafft noch. Also, hey, hast du den Brief gefunden, oder? Weil eigentlich wollten die den hier geben. Aber ich weiß nicht, ich habe den einfach so angenommen. Dachte ich, ich überreiche ihn dir von Freund zu Freund. Weiß nicht, ob da... Ich glaube, das ist gar nicht so ernst gemeint. Ich weiß nicht. Macht ja nichts, das ist nur Arnos Unterschrift, aber. Ist okay. Hm.
Seine Teamkameraden erhöhen die Schlagzahl. Ich weiß nicht, soll ich hier die Leute einholen oder? Weil wir müssen ja irgendwann nach vorne kommen. So. Ist das euer fucking Ernst jetzt oder ist das Gunnar Prank oder was? Ha, haben Andreas wird on air gefeuert? In so einem fucking generischen Let's Play oder was? Wolltest du jetzt noch durchziehen mit dir und dann. Ich dachte. Ziehen wir es halt durch, ne? Ja. Geil, Mann. Das ist ein guter. Ist für die Nummer von Gameswelt? Ja, ich kann nicht gut mal rufen. Alles klar, oder? Wenn die Teams einen Zielsprint vermeiden wollen, müssen sie ein schnelles Tempo an den Tag legen, um die Sprinter im Feld zu ermüden. Seine Teamkameraden haben sich an die Spitze des Pelotons gesetzt. Sie werden bestimmt die Lücke so schließen, dass es zu einem Zielsprint kommt. Mit noch was oder nur Äpfel? Das ist irgendwas Rotes. Eiweiß-Äpfel. Ich meine, das mögen die Leute hier, deswegen machen wir das nur ein letztes Mal. Aber wir sollen ein Bier zusammen trinken gehen. Das erste Mal. Oder reißt du aus jetzt? Andreas, du hast keine Energie mehr. Pass auf, du wirst nicht viel länger attackieren können. Du hast gleich keine Energie mehr, Andreas. Ja, schaffst du das? Wenn du so weitermachst, hast du keine Energie mehr, Andreas. Andreas? Das schaffst du nicht. Alles gut? Wo bist du denn jetzt eigentlich? 75,4, ja. Ich bin paar hundert Meter hinter dir, ne? Echt so, ne? Das ist echt das Geile hier. Mir bringt ja nichts das Ausreißen. Ja, nee, es bringt echt nicht viel. Weil du keinen. Außer man gewinnt natürlich immer. Keinen Energieschatten. Also keinen Energie. Wie heißt das? Windschatten hast. Ja, stimmt echt. Also 6 Leute ganz weit vorne, dann noch einer. Gut, dann ich jetzt mit den 20 Sekunden, aber was soll das bringen? Ich sehe dich auf jeden Fall vorne schon. Ja. Ja. Aber außer, dass du keine Energie mehr hast. Ah, stimmt. Ja. Wir haben jetzt auch ein bisschen mehr als 70 Kilometer. Ja. Also 2,22 ist der Ausreißer. Will leer, oder? Boah, vor allem das Ding ist, man denkt immer, ja, es ist nur noch ein Berg, aber das ist ja noch ein Hügel. Es ist nur halt kein Berg. Ja, 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 das ist schon. Das ist tricky. So, ist eine kurze Abfahrt. Ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich eine bessere Wertung haben als eben. Also als in der ersten Etappe. Die Dynamik an. Das ist auch so ein kleines fahren. Problem. Man sieht gar nicht so richtig, ist es noch eine Abfahrt? Ja. Oder steht man schon? Oder nicht. Ich glaube, das ist auch eines der einzigen Probleme, die dieses Spiel hat. Über weitere müssen wir uns gar nicht überhalten. Die existieren ja kaum. Das heißt, eine Abfahrt. Mal suchen die Riegel. Okay, wir sind los, ja. Werden dann die ganze Schokolade hier unten verteilt? Die AL? AL, ja. Aufnahmeleitung übrigens, ne? Weil nicht alle arbeiten in den Medien und verstehen unseren ganzen Abfluss. Still a better set than Junior's Gym. Still a better host than Gino. Gym. Host. Scheiße. Wie geht das jetzt weiter? Bleibt es so in diesem alle drei Wochen Rhythmus? Ich glaube, kommt gar nicht mehr. Kommst du da inhaltlich überhaupt hinterher, das zu füllen, die halbe Stunde? Schon schwer. Aber hast ja immer drei Gäste pro Folge, habe ich gesehen, ne? Die dir halt ein bisschen eine sehr ebene Etappe. Kein Wunder, dass die nicht komplett im Fernsehen gezeigt wird.
Kein Wunder, dass die Etappe nicht komplett im Fernsehen gezeigt wird. Ja, tut mir leid, Leute, für die, die jetzt immer noch dabei sind. Das sind so diese Phasen, diese Etappen, wo du drei Viertel wirklich von 10 Uhr bis 14 Uhr laufen. Wo es noch nicht vom Fernsehen ausgestrahlt wird. Ja, ist wie bei Übermorgen Moin. Kein zu der Uhrzeit. Wo bist du eigentlich schon wieder? Bist du wirklich so weit vorne? Nützt dir das überhaupt was? Oder soll ich auch mal nach vorne kommen? Wäre geil, aber muss halt nicht, ne? Du bist 500 Meter vor mir. Ja? Ja. Geil. Aber ich glaube, nach unten ist man in der Gruppe schneller, wegen... Da musst du nicht wirklich lenken oder fährst du nirgendwo gegen. Ja, stimmt. Ah, oh, guck dir das an. Ja, das meine ich. Sowas passiert dir ja, nicht. Ja, das schaffst du echt nicht. Allein ist es nicht möglich. Also kann man irgendwie bestimmt, aber... Vor allen Dingen musst du eigentlich jetzt dir Tempo machen. Damit du, ah, siehst du, und dann siehst du wieder nicht, ob das ja noch bergab ist. Das ist echt eine Kacke. An sich sonst immer eher zwei gedrückt halten. Ja, ist so. Danke. Sorry, dass ich dir ein obvious Tipp geben muss, aber manchmal weiß man mit dir auch nicht mehr weiter. Okay. 61 Kilometer noch. Wir haben die Situation, dass wir eine Spitzengruppe haben von 6 Fahrern. Davor ist noch ein Fahrer, auf den ich eigentlich gleich... Ja, den sehe ich da vorne gerade. Dann ich und dann nochmal 40 Sekunden. Das ist die Frage wirklich, die sich stellt, will er oder will er nicht? Will er oder will er nicht? Zweite Etappe von 4. Wir haben gleich noch ein Zeitfahren. Und wir haben gleich noch eine ganz schwere Bergetappe im Programm auf dieser Tour. De France, Gino und Andreas. 4 Etappen. Was? Das ist gut zusammengefasst, ehrlich gesagt. Gut zusammengefasst. Ah, okay, der kann hier noch ein bisschen... Guck mal, ist das der französische Meister? Ja, ich bin ja noch. So, wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung. Mit der zweiten Hälfte dieser Etappe. In dem großen Finale. Und dann kommt der Berg. Nice. Bis gleich.